willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir mal gedacht, ich mache mal hier eine andere Begrüßung. Und ja, heute geht es um ein Video, was ihr ja schon lange erwartet eigentlich. Ich habe es bloß nicht auf die Reihe gekriegt. Irgendwie kam immer wieder was anderes dazwischen. Und jetzt muss ich das Video drehen auch, weil ich nämlich jetzt bald umziehe. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, jetzt oder nie. Und zwar geht es um diese Blumen da in meinem Hintergrund. Viele haben nämlich gefragt, wie ich das hinbekommen habe, ob das Sticker sind. Und das ist eigentlich total einfach. Ich habe das nämlich selber gemacht und es sieht super schnell, was ihr braucht. Ist eigentlich nur eine Schablone aus dem Internet, die druckt ihr euch aus. Ein bisschen härteres Papier, also Pappe zum Beispiel, und dann etwas Farbe und einen Pinsel. So, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Und zwar habe ich mir aus dem Internet so eine Blume ausgedruckt. Und ja, die müsst ihr dann eigentlich, also ihr müsst praktisch das hier ausschneiden, alles einzeln, also hier so rundherum. Und dann malt ihr das auf ein Stück Pappe auf. Und dann müsst ihr das ausschneiden und dann habt ihr diese Form so gesehen. Also es geht echt super einfach. Hier ist ein bisschen Farbe, so. Diese Form, das habe ich dann natürlich auch noch alles ein bisschen kleiner gemacht, damit das nicht so langweilig aussieht. Und habe dann diese Form, also die zwei. So, ihr braucht auch nur eine Farbe und vielleicht, ja gut, wenn ihr jetzt zwei verschiedene Farben machen wollt, dann ein bisschen weiß oder ein bisschen schwarz, je nachdem, ob ihr das heller oder dunkler machen wollt, die Farbe. Ich habe hier jetzt einmal die Farbe etwas heller, das seht ihr an der Blume da oben. Und das hier ist die Farbe, die es eigentlich ist. Und ja, das hier ist dann auch die Farbe, da habe ich noch genug von. Und ich kann euch jetzt aber bloß nicht sagen, welche das ist. Hier steht eine Nummer drauf, 33209. Und ja, ich zeige euch das mal. Das ist so eine Farbe. Also so ein richtig schönes Pink, wie ihr das auch hinten seht. Das ist, das wird auch ein bisschen, also es ist eher so ein Altrosa. Und das wird auch auf jeden Fall viel, viel heller noch, wenn ihr das auf der Wand habt. Und dann müsst ihr euch einfach mal, die ist aus dem Baumarkt, also müsst ihr einfach nur mal im Baumarkt nachschauen. Und da findet ihr sowas eigentlich. Und ja, dann einen Pinsel. Ich habe jetzt, weil ich keinen Pinsel da habe, weil ich das alles, ja, noch nicht gekauft habe, wieder neu. Ja, habe ich jetzt einen ganz, ganz uralten, angeschrägten Rouge-Pinsel. Naja, gut, geht auch zur Not. Gut, ich zeige euch jetzt heute am besten einfach mal, wie so eine große hier geht, weil ich jetzt auch nicht weiße Farbe da habe, um das hier zu mischen. Aber ich zeige euch einfach mal, wie so eine große Blume geht. Und es ist wirklich einfach. Ihr müsst nur eine kleine Schablone aus dem Internet ausdrucken, müsst das hier ausschneiden, so, und dann legt ihr das auf das Papier drauf, malt da rum und dann schneidet ihr das aus der Pappe aus, sodass ihr dann so eine Form habt. Und die legt ihr dann einfach auf die Wand und zupft dann, ja, die Farbe drauf und lasst es trocknen. Ihr könnt das sofort eigentlich abziehen. Es kommt aber auch darauf an, was für eine Tapete ihr habt. Also wenn das so eine richtige Rauffaser ist, ist es ein bisschen schwieriger. Also da müsst ihr echt schauen, dass das nicht, ja, so sich verwischt, also dass es irgendwie so verläuft. Und am besten natürlich noch mit Tesa ein bisschen festkleben an die Wand, damit ihr hier nicht nachher einen Krampf kriegt. Und das in der Mitte müsst ihr festhalten. Also bei mir jedenfalls, weil das hier nämlich locker so hängt. Und ja, ich zeige euch das jetzt einfach mal und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Und ich hoffe, es gefällt euch und ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Und habt euch jetzt gefreut, dass ich das Video endlich gemacht habe. Gut, wir fangen jetzt direkt an. Und zwar nehme ich jetzt einfach hier meine Schablone und ja, pinne die. Also ihr habt auch echt die Möglichkeit, ihr könnt das so machen, dass ihr die Punkte hier... hier oben sind. Ihr könnt das mal so machen, dass ihr eine Seite sind. Ich würde es jetzt einfach mal so machen. Und ja, dann nehmt ihr euch Tesafilm und reißt es erstmal ein bisschen ab und befestigt das einfach an den einzelnen Ecken. Okay, das hat jetzt gerade nichts gebracht. Oh Mann. So. Was natürlich auch wichtig ist, dass ihr auf dem Boden Zeitungspapier legt, weil, oder auf die, zum Beispiel, wenn ihr jetzt das übers Bett macht oder so, entweder Bett wegschieben oder Zeitungspapier übers Bett legen, nicht, dass ihr euch das versaut und dann gibt es Schimpfe, nämlich von der Mama. Also, ich nehme jetzt hier meine Farbe und gehe dann einfach mit meinem, mit meinem Rougepinsel da rein. Tunk auch nicht zu viel erstmal rein. So. Und danach halte ich das hier so gesehen fest und tupfe das einfach hier drauf. Ich sage euch auf jeden Fall eins, mit einem richtigen Pinsel wäre das auf jeden Fall einfacher, weil der einen ganz, ganz anderen Widerstand hat. Und ja, ihr nehmt das eigentlich dann zum Schluss nur noch ab.
vorsichtig, damit ihr nicht hier irgendwas verwischt. Und dann habt ihr die Blume. Das ist total einfach. Jetzt habe ich hier ein bisschen gekleckert. Vielleicht seht ihr das. Das ist jetzt wegen dem Pinsel gewesen. Aber dann könnt ihr jetzt mit einem feinen Pinsel zum Beispiel das hier ein bisschen was nachziehen. Oder generell, ihr könnt einfach da ein bisschen was auswässern. Ist natürlich klar, ich habe hier auch so eine etwas, so eine kleine Rauffasertapete. Aber ihr seht, dass das eigentlich an sich jetzt gar nicht mal so extrem auffällt. Hier jetzt ein bisschen, hätte ich euch das nicht gesagt, glaube ich, wäre es euch auch gar nicht so wirklich aufgefallen. Ansonsten ist es eigentlich total einfach. Also ihr habt wirklich eine super, super kleine, super schöne Blume hier und damit könnt ihr euer ganzes Zimmer voll machen und sieht total schön aus. Und also finde ich jetzt jedenfalls und es ist super, super günstig und ja, ich hoffe, es gefällt euch jedenfalls. Hier nochmal mein Gesicht. Hallo. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ja, und verzeiht mir meinen Sprachfehler heute. Das ist ein kleines, sehr nicht wirklich vorbereitetes Video. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch einfach. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim selber ausprobieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Lasst mir einen Kommentar da und wie ihr es findet. Oh mein Gott, ey, ich lasse es heute lieber mal mit dem Reden. Ich wünsche euch einfach nur viel Spaß beim Nachmachen und bis dann. Ciao.